der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. Ihr Lieben, ich grüße euch in einer neuen Woche zu einer neuen Folge von Morgenmut mit dem Lehrtext aus 2. Korinther 9, Vers 10. Vielleicht erstmal überraschend, so ein Text, der eher an Erntedank vielleicht erinnert im Advent. Aber Ende des Jahres ist eine Zeit, wo wir zurückblicken können und wo wir Gott danken können. Und auch in 2020, auch in allem, was schwierig war, vielleicht weiter schwierig ist in diesem Jahr, glaube ich, haben wir vieles, wofür wir Gott danken können. Und eines ist ganz grundlegend, wir danken dem, der Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise. Ich weiß nicht, wie es dir in diesem Jahr ergangen ist. Es gab viele Schwierigkeiten, es gab auch Einkommenseinbußen. Selbstständige hatten es besonders schwer und manche Berufsgruppen. Aber in Deutschland sind es die allerwenigsten Menschen, die tatsächlich hungern müssten, auch in diesem Krisenjahr. Und wir haben Versorgung erlebt in vielen Bereichen und bei manchen kommt Versorgung noch in Form von Förderprogrammen, die noch auszahlen wollen, sollen, müssen. Aber wie dem auch sei, ich glaube, wir haben vieles, wofür wir Gott danken können, dass er uns versorgt hat, dass wir immer noch da sind, dass er unsere Gesundheit erhalten hat oder uns in Krankheitszeiten durchgetragen hat. Und so wie ich ihn kenne, dürfen wir ihm weiter vertrauen. Aber Paulus geht in diesem Vers weiter. In dem Kapitel hier, 2. Korinther 9, geht es eigentlich darum, wie die Gemeinde mithilft, den Armen zu dienen, etwas weiterzugeben von dem, was sie empfangen haben. Und Paulus wirbt da um ihre Großzügigkeit. Und letztlich sagt er, Gott hat euch so wunderbar versorgt und er wird das weitermachen und er wird euch Frucht wachsen lassen, nicht zum eigenen Verzehr, sondern Früchte der Gerechtigkeit, nämlich indem ihr weitergebt von dem, was ihr empfangen habt. Wir sind reich beschenkt, darum dürfen wir weitergeben. Das ist die einfache Logik hier. Und das ist nun auch was, was klassisch ist in der Weihnachtszeit, dass wir vielleicht überlegen, wen können wir segnen? Wo sind Leute in unserem Umfeld, die es schwerer getroffen hat als uns? Ich habe jemanden in der Familie, der sich das im November vorgenommen hat, jeden Tag gezielt eine Person zu segnen. Nicht per Dauerauftrag und irgendwie pauschal alle auf einmal, sondern jeden Tag drüber nachzudenken, wen kann ich heute beschenken, segnen, unterstützen. Das ist wirklich, das ist einfach das Herz von Christus, was da zum Ausdruck kommt. Und überleg doch, wo kannst du weitergeben von dem, was du empfangen hast? Vielleicht gibt es eine Organisation, die du unterstützen willst, vielleicht deine Gemeinde, vielleicht deine Nachbarn, vielleicht jemand in deiner Familie, der deine Hilfe braucht in dieser Zeit. Vielleicht Menschen, die einsam sind, gerade wenn jetzt Familienbesuche nur sehr eingeschränkt laufen, der sich über einen Anruf freuen würde oder eine Karte oder eine andere Form von Früchten der Gerechtigkeit, wo du Segen weitergeben kannst, weil du gesegnet worden bist. So fließt Gottes Segen in diese Welt und Gott will dich dabei gebrauchen. Er segne dich und er mache dich zum Segen. Herr, wir danken dir, dass du so gut bist. Wir danken dir, dass wir Großes empfangen haben, Gutes empfangen haben von deiner Hand. Und wir beten für offene Augen, dass du uns zeigst, wen wir konkret weiter segnen können und sollen. Leite du uns darin durch deinen guten Geist, Herr. Amen.